Bugatti Chiron. Dieses Hypercar wurde dem Publikum offiziell im Jahr 2016 vorgestellt und bekam seinen Namen zu Ehren von Louis-Alexandre Chiron, der für die Marke von 1928 bis 1958 arbeitete. Ein voller Tank, der 100 Liter Volumen umfasst, reicht für 9 Minuten Fahrt bei Höchstgeschwindigkeit, die 462 km pro Stunde beträgt. Die Leistungsstärke des neuen Bugatti-Motors beträgt 1500 PS bei einem Drehmoment von 1600 Newtonmetern. Das Auto kann in 2,5 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigen, in 6,5 Sekunden auf 200 km pro Stunde und in 13,6 Sekunden auf 300 km pro Stunde. So eine Leistungsstärke würde nicht zustande kommen, wenn man das Lüftungssystem nicht erneuert hätte. In einer Minute blasen bis zu 60.000 Liter durch den Motor. Jedes Auto wird exklusiv mit den Michelin-Reifen ausgestattet. Dabei kostet ein Reifenset 42.000 US-Dollar. Der Preis für das ganze Auto beträgt 3 Millionen US-Dollar. Aston Martin DB11. Die erste Präsentation des neuen britischen Supercars fand auf dem Genfer Autosalon 2016 statt. Das Auto wurde im klassischen Stil des Unternehmens mit dem charakteristischen Kühlerschutz, einer langen Motorhaube, mehreren Lüftungsschlitzen an den Vorderflügeln und einer nach hinten geschobenen Kabine entworfen. Gleichzeitig ist das Fahrzeug mit schmalen Diodenlaternen und einer kontrastfarbenen Dach ausgestattet. Auch die Innenausstattung wurde verändert. Die Hersteller haben eine völlig neue Zentralkonsole, neue Sitze und ein neues Lenkrad eingebaut und das gewöhnliche Armaturenbrett wurde mit einem 12 Zoll TFT-Bildschirm ersetzt. Zur Serienausstattung des Supersportwagens gehört auch eine neue Multimedia-Anlage mit Satellitennavigation. Außerdem ist das Auto mit Panoramakameras und einem automatischen Parksystem ausgestattet. Fast das gesamte Auto ist aus Aluminium und seinen Legierungen hergestellt, wodurch das Gewicht des Autos deutlich reduziert werden konnte. Der 5,2 Liter V12 Motor mit 600 PS kann das Auto auf bis zu 322 km pro Stunde beschleunigen. Der Preis dafür beträgt 200.000 US-Dollar. The Pagani Huayra BC. Dieses zweikernige Auto ist mit einem 6 Liter V12 Motor von Mercedes AMG mit fast 800 PS und einem Drehmoment von 1000 Newtonmetern ausgestattet. Die Eigenmasse wurde im Vergleich mit der Basisversion auf 1218 Kilogramm gesenkt. Um zwischen den Gängen umzuschalten, braucht man nur 75 Millisekunden, was zweimal schneller ist als beim vorherigen Modell. Das Hypercar kann in weniger als 3 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigen und seine Höchstgeschwindigkeit beträgt ungefähr 370 km pro Stunde. Die Entwickler verliehen dem Auto eine einzigartige, leichtere Federung aus Schmiedealuminium, die es ermöglicht, das Gesamtgewicht der Konstruktion zu senken, sowie Bremsen aus Carbon-Keramik. Wie die Presse berichtet, wurden alle 20 Exemplare des Autos bereits um 2,5 Millionen US-Dollar verkauft. Lycan Hypersport. Dieses Hypercar, das vom libyschen Unternehmen W Motors hergestellt wurde, braucht 6 Jahre lang, um von arabischen, italienischen und französischen Ingenieuren fertiggestellt zu werden. Seit der offiziellen Präsentation wurden nur 7 solcher Autos produziert. Eines davon befindet sich im Besitz des Scheichs von Katar. Das Auto wiegt 1200 Kilogramm und kann mit einem 750 PS Motor bei einem Drehmoment von 960 Newtonmetern in 2,8 Sekunden auf 100 km beschleunigen. Der Wagen hat ein aggressives, eckiges Design und besteht vor allem aus Kohlenstofffasern. Die mehrschichtige Bearbeitung der Oberfläche macht das Auto viel stabiler als ähnliche am Markt vorgestellten Modelle.
Die Innenausstattung entspricht der Einzigartigkeit des Autos und ist mit Carbonfasern, Titan, Leder und Edelsteinen verziert. Heute zählt der Sportwagen zu den teuersten der Welt. Sein Preis beträgt 3,5 Millionen US-Dollar. Maybach G650 Landaulet. Dieser exklusive Geländewagen von Mercedes wurde in einer limitierten Serie mit nur 99 Exemplaren hergestellt. Das Auto ist mit einem 630 PS starken 6-Liter Motor und einem Automatikgetriebe bestückt. Im Inneren bietet das Auto eine moderne Ausstattung mit einem Zwei-Zonen-System der Klimaanlage und mit den bestmöglichen Materialien. Außerdem ist der Innenraum durch eine Trennwand in zwei Teile geteilt, die den Vorderteil mit dem Fahrer- und Beifahrersitz vom hinteren Teil abtrennt. Noch eine Besonderheit dieses Geländewagens ist das zusammenklappbare Lederdach, das sich über den Hinterteil der Innenausstattung befindet. Dieses einzigartige Auto wird den Kunden fast 500.000 US-Dollar kosten. Lamborghini Aventador S. Das neue Zweitür-Coupé ist das erste Serienmodell von Lamborghini, das ein vollsteuerbares Fahrgestell enthalten hat, sowie das neue Ego-Modus, der es ermöglicht, die Arbeit des Motors, des Antriebs, der Federung und der Lenkradsteuerung je nach Kundenwunsch zu verändern. Die Veränderungen an der Karosserie haben die Aerodynamik des Sportwagens deutlich erhöht und der Heckflügel schaffte Voraussetzungen dafür, dass der Anpressdruck um 50% im Vergleich zum letzten Modell ansteigt. Die Innenausstattung ist mit einer Digitalfläche und einer modernen Soundanlage ausgestattet. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos beträgt 350 km pro Stunde. Dabei braucht das Auto nur 2,9 Sekunden, um den 100 km Wert zu erreichen. Die Kosten dafür betragen über 400.000 US-Dollar. Rolls-Royce Phantom 8. Die erneuerte Version des Phantoms wurde offiziell im Juli 2017 in London präsentiert und wurde von seinen Entwicklern als das weltweit beste Auto bezeichnet. Das Auto ist mit einer selbsttragenden Aluminiumkarosserie bestückt und bietet den besten Lärmschutz, der nur möglich ist. Dafür wurden zweischichtige, 6 mm dicke Fenster eingebaut, sowie eine zusätzliche Lärmschutzmaterialschicht mit einem Gesamtgewicht von 130 kg. Damit ist die neue Version um 10% leiser als ihr Vorgänger, aber dafür schwerer. Das Gesamtgewicht des Autos beträgt 2625 kg. Die Leistungsstärke des 12-Zylinder-Motors beträgt 563 PS bei einem Drehmoment von 900 Newtonmetern. Trotz seiner großen Abmessungen ist das Auto fähig, in 5,3 Sekunden auf 100 km pro Stunde zu beschleunigen und seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km pro Stunde. Das tolle Auto kostet ungefähr 430.000 US-Dollar.
Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.